Ich möchte euch gerne einen kurzen Abriss geben über die Energiepolitik, so die letzten 10 Jahre plus minus. So einfach ein bisschen aufzeigen, wie sind wir hierher gelangt, wo sind wir überhaupt in dieser ganzen Geschichte und warum sind wir nicht weiter und wie geht denn wir jetzt mit diesem Druck um, der auf diesen bislang unbelasteten, unberührten Naturräumen eben der weiter zunimmt und in mittelfristiger Zukunft auch weiterhin zunehmen wird. Sebastian hat es schon gesagt, Energiewende unbedingt. Wir wollen das. Wir müssen unser Energiesystem ändern. So wie wir jetzt fahren, ist es nicht nachhaltig. Wir setzen auf nicht erneuerbare Energien. Wir setzen auf Energien, die teilweise auch zu größeren sozialen und nicht nur ökologischen Problemen führen können. Aber wir wollen die Energiewende nicht auf dem Rücken der ganzen Biodiversität austragen. Und das ist so ein bisschen dieses Schlüsselkriterium und da liegt auch der Hund begraben, wenn es um diese ganzen Ausbauten geht und um diese ganzen Nutzungsansprüche in bislang unbelasteten Gebieten. Genau, es war 2011, als in der Schweiz die Energiewende bzw. die neue Energiestrategie 2050 mehr oder weniger einen Kaltstart erlebt hat. Es ging von 0 auf 100. Es war nicht so, dass man damals noch nirgends war, mit Überlegungen, wie die Energieversorgung in der Schweiz zukünftig gestaltet werden soll. Aber man war noch so ein wenig auf einem alten Pfad, einem alten Pfad, den seitens der Umweltverbände eigentlich schon längst ausgetreten galt. Aber 2008 wurden 3 Rahmenbewilligungsgesuche für neue Atomkraftwerke eingereicht in der Schweiz. Das war damals Stand der Dinge. Das ENSI, das Eidgenössische Nuklear- und Sicherheitsinspektorat, hat alle diese 3 Rahmenbewilligungsgesuche für gut befunden, hat diese 3 Standorte als möglichst realisierbar beurteilt und die waren damals in der Diskussion. Dann wurde alles anders mit der allseits bekannten, mit diesem riesigen Seebeben vor Japan, das eine massive Tsunami-Katastrophe und entsprechendes Elend und Zerstörung ausgelöst hat in Japan und eben auch eine nukleare Katastrophe in Fukushima verursacht hat. Und nicht einmal 2 Wochen nach dieser nuklearen Katastrophe, die wir heute immer noch am Aufräumen und am Beheben sind und die wir auch zukünftig noch nicht ganz behoben haben werden, nicht einmal 2 Wochen später gab es bereits einen bundesrätlichen Auftrag an das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, dass man bis Ende Mai an neuen Energieperspektiven arbeiten und diese präsentieren soll. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde dieser Energieperspektiven 2050. Man hat dabei auf 3 verschiedene Optionen gesetzt. Einerseits hat man gesagt, man will die bestehenden Atomkraftwerke ersetzen. Man hat die Rahmenbewilligungsgesuche waren ja schon da. Die zweite Option war kein Ersatz der Atomkraftwerke am Ende von ihrer sicherheitstechnischen Betriebsdauer, was einen Zeitraum von 30, 40, 50 Jahren betreffen kann. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie das eben vom ENSI und so beurteilt wird. Es ist nie ganz sicher, wann dann die Atomkraftwerke wirklich abgestellt werden würden. Und das dritte war der vorzeitige Ausstieg aus der Atomenergie, sprich die Atomkraftwerke so rasch wie möglich ausschalten und in erster Linie auf erneuerbare Energien setzen. Oder auch eine Möglichkeit, die immer noch im Raum steht, auch heute, sind Gaskraftwerke, die man dann einfach zwischenschalten würde. Und bereits im Mai 2011 hat der Bundesrat dann entschieden, welchen Weg das er gehen will und hat gesagt, die bestehenden AKWs laufen noch bis ans Ende ihrer sicherheitstechnischen Betriebsdauer. Bis dahin sind sie am Netz, aber wir wollen sie nicht durch neue Atomkraftwerke ersetzen. Diskussion heute läuft bereits wieder ein bisschen in eine andere Richtung und die ersten Debatten rund um neue Atomkraftwerke tauchen jetzt schon wieder auf, keine 10 Jahre später. Dem Ganzen ist dann nachgelagert der ganze parlamentarische Prozess gefolgt. Es gab eine sehr, sehr starke Revision im Energiegesetz und auch begleitende Gesetze mussten entsprechend geändert und angepasst werden. Das hat ein bisschen mehr als 5 Jahre gedauert und dann wurde das Referendum dagegen ergriffen, weil nicht alle möchten unbedingt eine Energiezukunft, die hauptsächlich auf erneuerbaren Energien basiert. Es gibt ja noch diverse andere Interessensvertretungen im Bereich der fossilen und der nuklearen Energien, die das definitiv anders sehen. Aber was Sebastian auch schon vorweg geschickt hat, seitens der Umweltverbände, habt die Energiestrategie
entsprechenden Rückhalt gehabt, auch wenn es teilweise Abstriche gab, insbesondere im Landschaftsschutz, auf die ich dann gerne noch kurz eingehe nachher. Und dann 2017 kam es zu einer Volksabstimmung und das Schweizer Stimmvolk hat das revidierte Energiegesetz in der Referendumsstimmung angenommen. Die Eckpunkte sind plus minus, es gibt eigentlich Vorgaben, es gibt Ziele, wie der Energieverbrauch zu senken sei. Selbstverständlich sind die aus unserer Sicht nicht sportlich genug und die müssen mit Rahmenbedingungen, mit entsprechenden flankierenden Maßnahmen unterlegt werden und da sind wir noch weit davon entfernt, auf dem Zielpfad zu sein. Es gibt ein Neubauverbot für Kernkraftwerke, was eben nicht bedeutet, dass die alten Kernkraftwerke nicht einfach am Netz bleiben, bis sie mehr oder weniger auseinanderfallen. Das Risiko hier ist zunehmend. Die Förderung der erneuerbaren Energien wurde ausgebaut. Wir hatten die kostendeckende Einspeisevergütung ab 2008. Die hat sehr viel bewirkt, leider insbesondere im Bereich der Kleinwasserkraft und Wasserkraftwerke, die sehr stark ausgebaut worden sind und weniger im Bereich von Photovoltaik und ähnlichen konfliktfreien Anlagen. Was auch mit dieser Energiestrategie oder mit dieser Revision des Energiegesetzes einhergegangen ist, sind ganz deutliche Abstriche im Bereich des Landschaftsschutzes. Sehen wir dann auf den nächsten Folien noch. Und das hat auch nicht dazu beigetragen, dass der Natur- und Landschaftsschutz besser wegkommen würde. Anlagen im Bereich von erneuerbaren Energien wurden ab einer bestimmten Produktionsmenge zu sogenanntem nationalem Interesse erklärt. Das nationale Interesse, ich erkläre es nachher noch auf einer nächsten Folie, entspricht demselben nationalen Interesse wie eben gewisse Schutzinventare, sei es Biotopinventare oder eben das Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung, die BLM-Gebiete. Wie hoch das diese Schwelle ist, um eben nationales Interesse zu erlangen als einzelne Energieanlage, hat der Bundesrat dann aber erst im Nachgang festgelegt, das war nicht Teil dieser Abstimmung und da ist es sehr, sehr tief reingefahren. Es sind 20 Gigawattstunden bei Wasserkraftwerken, 20 Gigawattstunden bei Windparks. Wenn man in die Gesetzestexte geht, ist es noch so ein bisschen unterschiedlich geregelt. Es geht auch noch um Speicherinhalte und Ähnliches. Aber grundsätzlich sind wir hier auf sehr, sehr kleinem Niveau. Bei der Wasserkraft sind das Kleinwasserkraftwerke. Bei der Windenergie sind das Windparks von, sag mal, 4 bis 5 Anlagen, wenn sie in einem einigermaßen windsicheren Standort stehen. Und die sollen von nationaler Bedeutung sein, obwohl sie einen Strom liefern, der etwa im kleinen Promillebereich liegt vom Gesamtstromverbrauch der Schweiz. Im Gesetzestext sieht es folgendermaßen aus. Wir haben im Energiegesetz neu diesen Artikel 12 drin, der bescheinigt dieses nationale Interesse an der Nutzung der erneuerbaren Energien. Einerseits ist das allgemeine nationale Interesse in Absatz 1, Nutzung der erneuerbaren Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse. Und dann wird es aber noch ein bisschen besser definiert. Es sieht in Absatz 2, es entspricht eben diesem entsprechenden Artikel im Natur- und Heimatschutzgesetz, den man hier rechts sehen kann. Das Einzige, was man da erzielen konnte, war, dass die Biotope von nationaler Bedeutung, sprich die Aueninventare, die Trockenwiesen und Weiden, Amphibieninventare, die sind von dieser Regelung ausgenommen. Also der Biotopschutz wurde insofern ein bisschen gestärkt, weil in diesen Biotopen keine neuen Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien mehr gestattet sind. Das war vorher nicht ganz der Fall. Man hätte vorher durchaus mit einem riesigen Windpark oder mit einem riesigen Wasserkraftwerk hätte man einen Biotop von nationaler Bedeutung in Frage stellen können. Die Entscheidung wäre dann letztlich bei einem Bundesgericht gewesen und hätte sich nicht auf diese bundesrätlichen Schwellenwerte abstützen können. Und heute ist das natürlich ein bisschen schwieriger, wenn diese Schwellenwerte so extrem tief sind, sind bereits kleine Wasserkraftwerke von nationaler Bedeutung, was es insbesondere auf dem Rechtsweg schwierig macht, diese Projekte noch abzuwenden. Beim NHG ist eigentlich klar, wie es ausschaut. Da haben wir in Artikel 6 Absatz 2 steht drin, dass diese ungeschmälert erhalten werden sollen, diese Objekte, die inventarisiert worden sind, und dass man von dieser ungeschmälerten Erhaltung nur abweichen darf, dass sie nur in Erwägung gezogen wird, wenn ihr bestimmte gleich oder eben höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen. Und das war so der Coup im Energiegesetz, man hat einfach alle diese erneuerbaren Energien zu nationalem Interesse erklärt und sie damit ab diesem bestimmten Schwellenwert
auf Augenhöhe quasi mit den BLM-Gebieten gebracht. Die Interessensabwägung muss immer noch stattfinden, aber das politische Signal ist sehr, sehr deutlich. Das Interesse an der Nutzung ist in der Regel höher zu bemessen als das Interesse am Schutz. Mindestens das war so in diesen Berichten zu lesen. Das ist auch jetzt wieder zu lesen. Bei dem ganzen Mantelerlass zum Stromversorgungsgesetz und Energiegesetz, da ist ganz klar, kommt zum Ausdruck, dass man die Nutzung dem Schutz voranstellen möchte. Das ist nur ein Teil dieser ganzen Geschichte. Das sind mal diese gesetzlichen Grundlagen und die Energiestrategie, wie wir sie aufgegleist haben. Ein anderer Teil, der hier auch sehr, sehr stark reinspielt, ist die ganze Klimapolitik, wo wir im letzten Jahr leider das CO2-Gesetz an der Urne abgelehnt haben und da jetzt auch dran sind, nämlich diesen Scherbenhaufen zusammenzuwischen und aus diesen einzelnen Scherben etwas Neues zu konstruieren, sodass es vielleicht mit den Zielen von Pariser Klimaabkommen trotzdem noch klappt. Und die Dekarbonisierung des Energiesystems ist eigentlich die größte Aufgabe, die hier dahinter steckt. Das eine ist der Ersatz der Atomkraftwerke, die wir abschalten möchten. Und das eine ist das Wegkommen von den fossilen Energien, was wir auch noch bewerkstelligen müssen bis spätestens 2050. Und hier lohnt es sich vielleicht noch einen Blick darauf zu werfen, wie der Energieverbrauch heute ausschaut. Man sieht das auf dieser Abbildung hier. Das ist die schweizerische Gesamtenergiestatistik von 2020. Ich weiß nicht, ob ihr den Cursor hier sehen könntet. Dann kann ich noch ein, zwei Sachen zeigen. Man sieht starke Zunahme hier ab den Mitte 40er Jahren, 50er Jahren. Das war auch der Moment, wo man dann die Wasserkraft relativ stark ausgebaut hat, hier in hellblau. Der Energieverbrauch in der Schweiz hat massiv zugenommen und der große Teil dieses Energieverbrauches, etwa knapp drei Viertel, stammt heute eben nicht aus Strom und aus Elektrizität, sondern stammt aus fossilen Energien. Und nun geht es darum, dass man diesen Teil einerseits sehr stark runterbringt, dass der Verbrauch natürlich absinkt und andererseits aber auch, dass man alles das, was hier mit Gas, Treibstoffen, Erdöl, Brennstoffen und Kohle, wobei Kohle sehr stark verschwunden ist, heute betrieben wird, dass man das weitestgehend ersetzt. Und in der Regel, wenn man es ersetzt, muss man hin zum Strom und da von Vorteil, wenn er aus erneuerbaren Quellen stammt. Heute stammt etwa ein Drittel dieses Stroms aus Atomkraftwerken und knapp 60% aus der Wasserkraft. Und somit müssen wir alleine, um die Atomkraftwerke zu ersetzen, müssen wir mehr als 20 Terawattstunden Produktion zubauen in der Schweiz aus erneuerbaren Energie nach Möglichkeit. Und das sind einfach mal so Zahlen, die man rumreicht. Und wir sehen dann nachher noch, es gibt verschiedene Abschätzungen, wie sich die Verbräuche entwickeln, auch bis 2050. Und es ist eben nicht ganz einfach, da wirklich etwas das festzuhalten, beziehungsweise die Unterschiede zwischen den verschiedenen Szenarien sind so groß, dass man durchaus mal das halbe Potenzial der Photovoltaik der Schweiz entweder aufbrauchen kann für diese Differenz oder eben nicht. Das sehen wir nachher gleich noch. Hier ist so ein bisschen die Zusammenstellung und eine Übersicht, wie es in einigen anderen Ländern ausschaut. Die Zahlen sind noch von 2019. Wir sehen das hier. 100% des gesamten Strombedarfs, der gesamten Stromproduktion und wie sie eben strukturiert sind. Einerseits Norwegen, sehr, sehr viel Wasserkraft, natürlich auch nicht ohne die entsprechenden Beeinträchtigungen in ihren Gewässern und an ihren Küsten. Österreich hat nie auf Atomstrom gesetzt, hat mal ein AKW gebaut, ist nie in Betrieb genommen, aber hier haben wir konventionelle thermische Kraftwerke drin, die fast 30% des Stroms liefern. Was man auch sieht, sind sehr starke Ausbauten im Bereich Windenergie beispielsweise. Und dann die Schweiz. Wir haben immer noch einen erklecklich großen Anteil Atomstrom, den es zu ersetzen gilt und kommen hier immerhin bei der Solarenergie, kommt es so langsam in die Gänge, dass man zugewinnt. Die Wasserkraft ist dann mit dem ökologischen Limit. Hier gibt es eigentlich kein wirkliches Potenzial nach oben, ohne dass man mit ökologischen und landschaftlichen Schäden konfrontiert ist. Ähnliches gilt auch bei der Windenergie. Und das alles führt natürlich zu Konflikten zwischen Biodiversität, Landschaft und diesen Ausbauten. Wir gehen nachher mit Mary Leibund gut so ein bisschen die Details zu einem Wasserkraft- und einem Solarprojekt. Und ich möchte Sie nur so ein bisschen noch im Abriss aufzeigen, wie groß diese Konflikte sind.
und warum sie nicht so ganz einfach abschätzbar sind. Je nachdem, welches Szenario wir anwenden, was die Effizienzbemühungen betrifft, was dann vielleicht auch Suffizienzbemühungen betrifft, jedoch mehrheitlich so ein bisschen einen gesellschaftlichen Wertewandel bedingen oder halt eben auch mit Lenkungsabgaben motiviert werden können. Die sind aber nicht sehr beliebt. Wir haben es beim CO2-Gesetz wieder einmal gesehen. Aber je nach Szenario und Umsetzung brauchen wir zukünftig zwischen 75 bis weit über 100 Terawattstunden Strom. Und da hängt es natürlich stark darauf ab, welches Szenario wir umzusetzen gedenken oder auf welches wir zustreben. Also sind wir bei 80 Terawattstunden, ist das schon mal ein großer Zubau im Vergleich zu heute. Sind wir dann aber hier bei 100 Terawattstunden, haben wir eine riesige Lücke von 20 Terawattstunden. Und das sind dann wesentlich mehr als, ich sage jetzt mal, mit knapp 400 Windkraftanlagen könnte man vielleicht etwa 5 Terawattstunden beitragen. Und wenn es 20 Terawattstunden sind, diese Ziellücke, dann sind es entsprechend viermal mehr, 1600 Windkraftanlagen, die es brauchen würde. Also jeder Zubau hier, beziehungsweise jede Terawattstunde, die wir hier einsparen können, die wir mit Effizienz und Suffizienz runterbringen können, hat einen wesentlichen Einfluss auf den Ausbau, den wir umsetzen müssen oder möchten. Stellt sich die Frage, möchten wir überhaupt so viel Energie verbrauchen? Der erforderliche Zubau beträgt eben zwischen etwa 35 und 60 Terawattstunden. Das wäre so viel, wie wir heute überhaupt schon an Strom brauchen. Und was da meistens nicht abgebildet ist in all diesen Szenarien, ist der ganze Flugverkehr. Sprich, würde man da noch auf erneuerbare Energien umstellen, bei einem ähnlichen Verbrauch wie heute, bräuchte es nochmals etwa 20, 25 Terawattstunden mehr. Nicht, dass man das sollte oder anstreben müsste. Das Zielbild des klimaneutralen Schweiz 2050, das ist das vom UWEC und vom WEFE, was Sie hier rechts sehen könnte. Links ist der Bericht von Greenpeace zur Versorgungssicherheit und Klimaschutz, der eben aufzeigt, wie die Schweiz in einem raschen Ausbau, insbesondere der Photovoltaik, eine sichere und klimaverträgliche Energieversorgung gewährleisten kann. Aber auch da sind wir dann im Endeffekt bei etwa knapp 90 Terawattstunden Strom, die es braucht, je nachdem, welches Szenario wir dem Ganzen zugrunde legen. Genau, Greenpeace hat da etwa 96 Terawattstunden genommen, einen sehr großen Anteil Photovoltaik, auch einen sehr großen Anteil Windenergie. 5,8 Terawattstunden sind da bei Greenpeace verrechnet. Das sind so knapp 400 plus Anlagen. Heute stehen knapp 40 Anlagen in der Schweiz und es werden kaum neue zugebaute. Widerstand gegen die Windenergie ist mitunter aus sehr berechtigten Gründen groß. Es gibt kaum Möglichkeiten, das irgendwie landschaftsgerecht umzusetzen, weil die Standorte sind auf Kuppen. Es ist die erste Jurakrete. Auch hier geht es raus in die Freiräume. Die Leute möchten es nicht zwingend in ihrer Nachbarschaft haben. Es gibt Projekte, die sind an Siedlungsgebiete oder die sind nahe an Siedlungsgebieten mit belasteten Räumen und werden dann von Gemeinden abgelehnt beispielsweise. Die Wasserkraft wird hier noch knapp zugebaut mit 41,2 Terawattstunden. Auch hier ein Potenzial, das aus ökologischer Sicht doch schon ein bisschen zu hoch ist. Und das ist noch das gute Szenario, sage ich jetzt mal. Wenn man es dem BFE überlässt, dann kommen wir nicht ganz so gut weg. Vor allem was den Ausbau der Wasserkraft und Windenergie betrifft. Es gibt noch naturverträgliche Potenziale und die gilt es möglichst rasch zu erschließen. Das Größte ist selbstredend die Photovoltaik. Die Photovoltaik hat, wenn man auch dem Bundesamt für Energie Glauben schenkt, ein Potenzial von um die 67 Terawattstunden. Und das nur auf den Dachflächen und auf den Fassaden von bereits bestehenden Gebäuden. Sprich, mehr Strom, als was wir heute verbrauchen, könnten wir über die vollständige Erschließung dieser Flächen bereitstellen. Natürlich nicht ganz über das ganze Jahr und da ist dann ein bisschen das nächste Problem begraben. Bei der Wasserkraft ist es weitestgehend ausgeschöpft. Weitere Erschließungen sind kaum naturverträglich möglich. Wir haben keinen Fluss im Mittelland, der nicht durch die Wasserkraft beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt worden ist. Es gibt vielleicht noch bei Koblenz eine freifließende Strecke im Hochrhein. Der Rest des Rheins und der Aare, das sind einfach Abfolgen von Stauseen und es sind keine Fließgewässer mehr. Und beim Wind, auch da, ich habe es schon erwähnt, um die 400 Anlagen bräuchten wir etwa für 5 Terawattstunden und aus Sicht Vogelschutz, Landschaftsschutz muss man davon ausgehen, dass 400 Anlagen eigentlich schon wesentlich
zu viel sind, um das nachhaltig und mit Sinn und Verstand für, im Sinne des Biodiversitätsschutzes so umzusetzen. Also wenn wir dieses Potenzial haben, insbesondere das Potenzial der Photovoltaik, das riesig ist, warum gibt es dann diese ganze Diskussion um diese neuen Kraftwerke in bislang unberührten Gebieten, nicht Projekten? Der Druck auf diese Bergregionen wächst einerseits natürlich bei der Wasserkraft, ist klar, je mehr Topografie, desto mehr fällt das Wasser runter, desto mehr Energie gibt es. Die Mittellandflüsse sind weitestgehend genutzt, große Laufwasserkraftwerke kaum noch möglich. Und in den Bergen werden nun Flächen frei, wo sich sogar noch Wasser ansammelt, dass man dann nachher 200, 300 Meter durch die Druckstollen runterlassen kann und Energie damit produzieren kann. Und bei der Solarenergie geht es in die Berge, weil je höher oben, desto mehr und desto stärker scheint die Sonne. Wir haben nicht den Nebel des Mittellandes, wir haben eine sehr viel stärkere Sonneneinstrahlung und der Umsatz pro Fläche kann deswegen, und die Stromernte wird immer gesagt, aber letzten Endes ist es der Umsatz der Konzerne für diese Anlage, der Umsatz pro Fläche ist bis zu doppelt so hoch wie diese Anlage, wenn sie im Mittelland stehen würde. Und ein weiterer Aspekt ist es auch, dass wir viele nicht explizit geschützte Flächen haben in diesen Gebieten. Wildnis per se ist nicht geschützt, oft sind es einfach Bärengebiete. Bärengebiete waren vorher schon nicht sakrosankt. Und mit den neuen Regelungen zur nationalen Bedeutung sind sie für diese Energieunternehmen natürlich gleich nochmals interessanter geworden. Es gibt schwache geltende Schutzbestimmungen auf diesen Flächen. Und ein weiterer Punkt, der betrifft dann wieder insbesondere die Nutzung der Wasserkraft, sind die Wasserrechte, die vielfach bei den Gemeinden liegen. Also es sind die Gemeinden in Graubünden und im Kanton Wallis. Wallis gehört die Rhone dem Kanton. Alles, was von der Rhone weg ist, gehört den Gemeinden. Und sie verfügen da über die Wasserhoheit und können entscheiden, ob sie eine Konzession zur Nutzung erteilen möchten oder eben nicht. Also wenn die Graine Ebene genutzt werden sollte, dann entscheidet in erster Instanz die Gemeinde Trin darüber. Und der Kanton nickt es dann einfach ab oder eben nicht. Bei der Graine-Ebene ein bisschen speziell, die bekommen Geld, weil sie es eben nicht nutzen. Aber das muss ihnen auch abgekauft werden, der Schutz dieses Gebietes. Windkraft hier noch auf dem Bild, auch da das Windpark Gries in Obergoms. Oben hat man viel Wind, mehr als im Mittelland und als in den Tälern, deswegen interessante Standorte. Ein weiterer Aspekt, der teilweise nicht oder kaum angesprochen wird, sind die Interessenskonflikte, die im Ganzen noch hinterliegen. Weil insbesondere mit der Wasserkraft lässt sich auch gutes Geld verdienen. Das heißt, die Wasserkraft ab einem Megawatt bezahlt Wasserzinsen. Die Wasserzinsen gehen an die Gemeinden und an den Kanton, beispielsweise Graubünden und Wallis, oder direkt an den Kanton, im Kanton Bern. Und das sind teilweise Dutzende von Millionen für die Kantone. Und diese Dutzenden von Millionen, die der Kanton Graubünden einnimmt und der Kanton Wallis über die Wasserzinsen, die werden dann auch im Finanzausgleich, im nationalen Finanzausgleich nicht angerechnet, sondern es sind ja keine Steuern, sondern es sind Abgaben. Also kann man da fast schon doppelt verdienen. Und die Kantone sind oft auch Mehrheitsaktionäre an diesen entsprechenden Unternehmen, die das Wasser nutzen. Also hier sieht man es, Kanton Graubünden ist bei Repau, dann wieder gibt es Verbindungen Repau zu Axpo. Wenn wir die Axpo nehmen, sind die Kantone Zürich, Aargau, St. Gallen, Appenzell, Thurgau, Zug, Glarus und Schaffhausen, sind alle beteiligt an der Axpo. Auch die BKW gehört hauptsächlich dem Kanton Bern, Beteiligungen zu Group E, die wiederum Freiburg und Neuenburg gehört. Romont Energie ist wieder verknüpft mit Group E und dem Kanton Watt. Wallis haben wir die Forstmotrice Wallisien. Und auch da gehört es dem Kanton Wallis, sprich der Kanton erteilt die Konzession, der Kanton bekommt die Unternehmenssteuer, der Kanton bekommt die Wasserzinsen. Das ist so ein bisschen wie den Bock zum Gärtnern machen. Und aus all diesen Überlegungen heraus, weil sich diese Konflikte zuspitzen, hat man im UWEG einen runden Tisch Wasserkraft einberufen, weil es gibt so eine gewisse Planungsfreiheit. Die Leute denken über solche Projekte nach, so oder so, ob wir das möchten oder nicht. Und man hat dann versucht, ein bisschen eine Koordination aufzunehmen, um eben jene Potenziale der Speicherkraft auszuloten, wo mit dem geringsten Eingriff pro produzierte Kilowattstunde bis zu 2 Terawattstunden regelbarer Winterstrom bereitgestellt werden können. Das ist sehr sportlich und das soll auch in den nächsten 18 Jahren schon geschehen. Wie es zu diesen 2 Terawattstunden kommt,
Das ist so ein bisschen nebulös. Es ist mehrheitlich einfach eine Annahme des Bundes. Die haben mal gesagt, wir brauchen das noch, um das auszugleichen. Wir haben heute schon 8 Terawattstunden Speicherstrom. In den meisten Modellen geht es mit diesen 8 Terawattstunden sehr, sehr gut auf. Die Notwendigkeit dieses Ausbaus hier ist eigentlich umstritten. Die Planung gibt es aber und man kann sich dem verschließen. Die Kantone planen weiter, im Kanton Wallis wird weiter geplant. Und hier in diesem runden Tisch wurden einfach nur Projekte begutachtet. Es waren nicht 15 Projekte, sondern es waren über 30 Projekte, die da letzten Endes beurteilt worden sind und 15. Aber auf 15 konnte man sich nicht in dem Sinne einigen, dass man die jetzt umsetzen muss, sondern auf 15 konnte man sich einigen, dass die weiter abgeklärt werden können. Gleichzeitig gab es da ein grundsätzliches Bekenntnis zu ausgleichenden Maßnahmen bei diesen Projekten und der Notwendigkeit der ökologischen Sanierung der Wasserkraft. Die ist auch nicht gesichert, die müsste bis 2030 umgesetzt sein. Und da gibt es noch eine sehr, sehr große Finanzierungslücke. Aber letzten Endes ist es auch so, keines dieser Projekte ist wirklich sehr beliebt. Und hier haben wir die Monte Rosa Hütte im Garnergletscher. Und ich glaube, niemand würde wirklich ein großes Kraftwerk am Garnergletscher haben wollen. Zweiter Aspekt, den wir heute noch behandeln, sind die Freiflächensolaranlagen. Und auch hier muss man sagen, es besteht grundsätzlich keine Notwendigkeit dafür in der Schweiz. Und das alle, auch wenn ich an die ZHAW gehe und darum frage, wird Jürg Rohner auch er sagt, es besteht grundsätzlich keine Notwendigkeit dafür. Wir haben die Flächen. Das Einzige, was ist, ist, diese Flächen werden nicht rasch genug erschlossen. Und das macht es natürlich dann wieder interessant für die Energieunternehmen, um eben neue Flächen zu suchen. Man muss nicht für 1000 Quadratmeter muss man nicht mit 5, 6, 7, 8 Hausbesitzern verhandeln, sondern man kann einfach mit einer Gemeinde verhandeln und dann stellt man es da sinnbefreit irgendwo in die Landschaft. Es gibt Projekte, die sind durchaus machbar. Hier ist ein Projekt im Kanton Graubünden, Felsberg. Das steht am Fuß eines Berges. Man sieht es kaum von außen, ein bisschen oben ist, sieht man es. Das ging meines Wissens sogar ohne große Einsprachen durch. Ist eine Freiflächenanlage, aber recht gut integriert. Andere Projekte sind von Anfang an auf großen Widerstand gestoßen, wie das hier. Das war ein Projekt am Walensee in einem Belengebiet, wo eine ganze Felswand hätte mit Panels bestückt werden sollen. Ein ehemaliger Steinbruch, der schon vorbereitet worden ist, um eben wieder renaturiert zu werden. Und da hat sich sehr großer Widerstand auch von uns hergeregt. Und dann Gondo Solar, hören wir nachher natürlich noch von Mary Leitner gut. Einiges dazu. Und aus Sicht Wildnis ist es ganz klar, solche Projekte wie Gondo Solar sind ein No-Go. Es braucht sie nicht. Es braucht sie nicht an diesen Standorten. Es gibt ganz viele andere Potenziale. Also, meine Präsentation, die wird sehr viel bildlastiger sein als Michaels. Er hat sehr viele Zahlen und Fakten gebracht in sehr dichter Form. Bei mir steht das Visuelle im Vordergrund. Vielleicht ganz, ganz kurz noch zu meiner Person. Sebastian hat gesagt, ich bin Geografin und Botanikerin und ich habe nicht nur sehr viel Erfahrung in Gletschervorfeldern, sondern nicht in allen Biotoptypen, in Trockenwiesen und Weiden, in Hoch- und Flachmooren, in Auen, was man sich denken kann. Und das nicht nur im Kanton Bern, sondern in der ganzen Schweiz. Und ich bewege mich bei meiner Arbeit hauptsächlich im Gelände. Also ich kenne alle diese Landschaften und Biotope und Projekte aus eigener Anschauung. Und darum habe ich auch sehr viel Bildmaterial. Gut, ich werde mich auf die beiden Projekte Trift, das ist ein Kraftzellprojekt im Kanton Bern, und Gondo Solar konzentrieren. Das Trift-Projekt versuche ich ganz kurz nur durchzugehen, weil das ist von den meisten schon bekannt. Das ist das altbekannte Bild, das auch die KWO publiziert hat. Links sieht man den Gletscherstand vom Trift-Gletscher um 1950, also vor 70 Jahren. In der Mitte sieht man, wie sich der Gletscher stark zurückgezogen hat, der See freigelegt worden ist. Und rechts sieht man, wie sich die KWO die Zukunft in diesem Gebiet vorstellt, mit einer Schaumauer hier bei der Windeck.
Das Projekt sieht im Detail so aus. Das Kernstück ist natürlich der Stausee oben mit der Staumauer. Dann gibt es bestehende Leitungen, die sind in blau und in rot sind die neuen Zuleitungsstollen, eine neue Wasserfassung hier im Gebiet Steingletscher am Rand einer Moorlandschaft von nationaler Bedeutung. Diese Zulaufstollen muss neu erstellt werden. Dann gibt es hier kommt die Kraftwerkzentrale hin, das ist bei der Bergstation von der Seilbahn. Und, dieses Kraftwerk wird erschlossen mit diesen Zufahrtsstollen unterirdisch von Fuhren aus dem Gatmertal her. Das ist ganz grob Überblick über das Projekt. Die Visualisierung von der KWO, die sieht so aus, sehr professionell gemacht. Hier sieht man die winzig kleine Staumauer, also fast nicht der Rede wert. Hier im linken Bild sieht man den minimalen Pegelstand, der ist ganz wenig über dem aktuellen Seeniveau. Im rechten Bild so sieht es dann aus, wenn der See maximal gefüllt ist. Viele dieser Visualisierungen und Darstellungen sind aus meiner Sicht ein bisschen irreführend, wenn man das nämlich so ansieht. Im linken Bild sieht man, was hervorkommt, wenn der Stausee abgelassen ist, nämlich das Einstauband, also das ist Gelände, das sonst unter Wasser steht und wenn das Wasser abgelassen ist, wird es sehr, sehr hässlich, also das ist eigentlich totes Gelände, zerstörte Natur und dieses Band ist 107 Meter hoch, also nicht so harmlos, wie das dargestellt wird. Das ist für mich ist das eine Nebenwirkung. Es wird auch andere Nebenwirkungen geben, beispielsweise die Deponien, die entstehen durch das ganze Stollenmaterial. Die werden natürlich nicht irgendwo versteckt sein, sondern im Gatmertal. Es wird sehr viel Zusatzverkehr geben und weitere Dinge, die ziemlich unangenehm sein können. Wenn man als Gegnerin gefragt wird, ja, wie groß ist denn der Beitrag des Projekts zur Stromversorgung? Jetzt muss ich schnell schauen da. Moment, schnell. Ist da etwas abgedeckt? Also je nachdem, ob man Gegner oder Befürworter vom Projekt fragt, bekommt man ganz verschiedene Antworten. Ich habe jetzt hier die Gegnerseite dargestellt. Diese 145 Gigawattstunden, die pro Jahr produziert werden sollen, das sind 0,2% der ganzen Stromproduktion der Schweiz, also verschwindend klein. Und das Umlagerungspotenzial von 215 Gigawattstunden, das steht ja immer im Vordergrund. Dieses Projekt soll ja die Stromproduktion vom Sommer in den Winter verlagern, wo wir eine Winterstromlücke haben, die macht nur 0,6% aus. Wenn man die ganze Energiewende durch den Ausbau der Wasserkraftnutzung erreichen möchte, also wenn man den ganzen Energiebedarf umrechnet, also geteilt durch diese 215 Gigawattstunden, die ein Driftprojekt produzieren kann, dann kommt man zu einer Zahl von 200 Projekten, die es braucht, um die Energiewende zu schaffen. Und aus der Sicht der Gegnerschaft ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also es sieht so aus, dass der Wasserkraftausbau niemals unser Problem wird lösen können, ohne unglaublich viel Natur zu zerstören. Wenn es um den Wasserkraftausbau geht, geht es natürlich nicht nur um den Beitrag zur Energieversorgung, also Argumente der Gegnerschaft. Die haben natürlich auch mit dem Beitrag zu tun, aber es geht vor allem auch um Landschaftszerstörung. Und die Frage ist jetzt, wieso sind diese Landschaften so wertvoll aus unserer Sicht? Dabei geht es meistens um Gletschervorfelder und das ist ein sehr weites Thema, das ich leider jetzt nicht genug Zeit habe, um detailliert darauf einzugehen. Ich werde das ganz kurz machen. Mit einem Gletschervorfeld meint man das Gebiet, das zwischen dem aktuellen Gletscherstand, also hier, und dem 1850er Gletscherstand liegt.
1850 sind die Gletscher in der Schweiz letztmals sehr weit vorgestoßen. Das war die kleine Eiszeit. Und das ganze Gebiet von der ehemaligen Gletscherzunge bis zur heutigen Gletscherzunge, das ist das Gletschervorfeld. Und im Triftgebiet ist dieses ganze Gebiet hier ist 4 Kilometer lang und es ist unglaublich viel Neuland entstanden, das sehr wertvolle Inhalte hat. Ich habe versucht, hier ganz kurz zusammenzufassen, weshalb ein Gletschervorfeld wertvoll ist. Das sind die drei Stichworte Vielfalt, Dynamik und Seltenheit. Die Vielfalt, die kommt zustande, das kann sich jeder, der sich in den Bergen ein bisschen auskennt, man kann sich das vorstellen. Der Untergrund, der ist unglaublich vielfältig, man hat unterschiedliche Gesteine, man hat unterschiedliche Korngrößen, man hat runde Formen, kantige Formen, geschliffene Formen. Vom Untergrund her eine unglaubliche Vielfalt. Dann haben wir Geländeformen, es gibt Grundmoränen, Seitenmoränen, Zwischenmoränen, es gibt Schluchten, Klamm. Hier auf dem Bild sieht man sehr schön das Delta, das neu entstanden ist. Hinten hat es eine Schlucht und eine Klamm. Dann ganz wichtig ist auch die Vielfalt bei den Gewässern, also vor allem den Gewässerläufen, wie die verlaufen. Es gibt da gerade Strecken, sieht man hier, es gibt verzweigte Strecken. Es gibt meandrierende Strecken. Ups, lass mich nicht stören. Es gibt Zehen, es gibt Tümpel, eine sehr große Vielfalt. Aufgrund dieser großen Standortvielfalt ist natürlich auch die Vielfalt an Lebensräumen außerordentlich groß. Das geht von vegetationsfreien Flächen, wie wir sie auf dem Delta sehen, über Pionierstandorte bis zu Rasenflächen und Gebüsch. Dann der zweite wichtige Punkt, der ist sogar noch wichtiger, Dynamik. Und der ist besonders wichtig, weil in der restlichen Schweiz Dynamik praktisch nirgendwo mehr zugelassen wird. Und in diesen Gletschervorfeldern haben wir eine völlig ungestörte Gewässerdynamik, die natürlichen Prozesse, die können ablaufen, so wie es völlig ungestört, also es gibt Erosion, es gibt Umlagerungen, Ablagerungen und das sind Prozesse, die man sonst praktisch nirgends mehr beobachten kann. Dann die Seltenheit. Es gibt in den Gletschervorfeldern ganz seltene Pflanzengesellschaften, die nur noch an diesen ganz speziellen Standorten überleben können. Und darin hat es einige wenige seltene Arten, die man nur noch in diesen Gletschervorfeldern findet. Also zusammengefasst, die außergewöhnliche Standortvielfalt, die wir da oben gesehen haben, das ist die Grundlage für ein sehr großes Potenzial an Biodiversität, wie wir sie sonst in der Schweiz praktisch nirgendwo mehr finden. So viel zu den Gletschervorfeldern. Ich möchte jetzt noch rasch einen Rundgang machen durch das Gletschervorfeld, weil ihr habt bestimmt schon gesehen, ich bin ein sehr visueller Mensch. Also Zahlen, Wissenschaften sind natürlich wichtig für mich, aber was für mich wirklich zählt, das sind Bilder. Hier stehen wir auf dem Delta am Südufer des Sees und schauen gegen Norden zu diesem Felsriegel hier, der quer zu der Talachse steht mit diesem schmalen Klamm dazwischen. Für mich ist das ein Naturdenkmal von ein wirklich einmaliges Objekt. Ich kenne kein anderes, das so schön ist. Wenn ihr einen Ingenieur fragt, der wird diese Situation auch wunderbar finden, aber aus einem ganz anderen Grund, weil er nämlich hier mit sehr wenig Aufwand eine wunderbare Staumauer hinstellen kann. Wenn ich mich umdrehe und Richtung Triftgletscher schaue, im Rücken hat es diesen mächtigen Felsriegel, wo der Wasserfall tosend darüber hinabstürzt. Der Gletscher zieht sich jetzt langsam oben über die Kante zurück.
Weiter oben hat man einen wunderbaren Überblick über diese großartige Gebirgslandschaft mit dem Triftgletscher. Der Gletscher hat diese Gneisflächen glatt geschliffen und überall seine Spuren hinterlassen. Auch hier im Vordergrund sehen wir diese Grundmoränen mit ganz kuppigem Feinmaterial. Das ist etwas Seltenes. In den Bergen findet man häufig wilde Geröllhalden. Und solches Feinmaterial, das kommt nur an besonderen Standorten vor. In diesen Kuppen und Mulden gibt es diese kleinen Teiche, Grundwasseraufstöße, wo sich am Rand schon erste Feuchtgebiete entwickeln. Es hat Amphibien, es hat Frösche. Und dann dem See entlang, fast bis zu der Schlucht laufen. Und sehe dann diese unglaubliche Klamm von Nahm. Und da müsst ihr euch vorstellen, sobald hier gebaut wird, ist das alles komplett zerstört. Wie es weitergeht mit dem Projekt, das ist im Moment noch nicht ganz klar. Hier sieht man übrigens noch die Hängebrücke über die Schlucht. Hier noch ganz ein kurzer Überblick über den Projektstand. 2017 wurde das Konzessionsgesuch eingereicht. 2019 wurde das Triftkomitee gegründet mit dem Ziel, die Zerstörung der Landschaft zu verhindern. Dann hat es einen Dialog der KWO mit Umweltverbänden gegeben, wo diese Umweltverbände, Aqua Viva, Grimselverein und Triftkomitee nicht dabei waren, ganz bewusst nicht. Im Jahr 2020 hat Aqua Viva eine Einsprache gegen das Triftprojekt beim Kanton Bern eingereicht. Ende 2020 ist der Bundesgerichtsentscheid zum KWO-Projekt Grimsel publiziert worden. In diesem Zusammenhang ist das Triftprojekt sistiert worden, und zwar, weil der Kanton Bern den Richtplan zuerst überarbeiten muss. Also es war ein formeller Fehler, der Kanton jetzt berichtigen muss. Es ist nicht ganz klar, wie weit diese Richtplanüberarbeitung im Moment ist, aber ich nehme an, das wird sehr bald geschehen oder vollendet sein. Und es muss leider davon ausgegangen werden, dass der Regierungsrat des Kantons Bern, der dieses Projekt sehr unterstützt und befürwortet, diese Konzession wahrscheinlich erteilen wird. Das ist jetzt alles sehr schnell gegangen. Wenn ihr Bildmaterial braucht, gibt es eine sehr umfangreiche Fotodokumentation dazu. Dann könnt ihr diese Sachen in Ruhe anschauen. Dann zum zweiten Projekt, Gondosolar. Da habe ich die meisten Informationen von der Homepage von diesem Projekt genommen. Das ist sehr professionell und ansprechend gemacht. Man wird mit diesem Bild begrüßt, willkommen geheißen. Leider ist das ein bisschen irreführend, weil so sieht die Landschaft jetzt aus vor dem Projekt. Wenn das Projekt durchkommt, dann wird hier auf dieser dunklen Fläche alles voller Photovoltaik Anlagen sein. Interessant ist auch das Wording vom Projekt. Also oberhalb von Gonda soll die größte Solaranlage der Schweiz und größte hochalpine Photovoltaikanlage der Alpen entstehen, mit geringstmöglicher Auswirkung auf Umwelt, Biodiversität und Landschaftsbild. Ich sehe das natürlich ein bisschen kritischer, wie wir später sehen werden. Zum Projekt die wichtigsten Fakten. Das Projekt, das ist hier rot eingezeichnet auf der Alpierung. Sie liegt im Simplongebiet oberhalb von der Gonda-Schlucht. Gonda ist hier sehr nahe an der italienischen Landesgrenze und etwa 1000 Meter oberhalb von Gondo auf einer Talschulter. Wenn man das auf diesem Foto anschaut, sieht man
wie das etwa aussehen könnte. Im Hintergrund die bekannten Gipfel von Monteleone Breithorn, links ist der Simplonpass, unten ist Gondo. Und für Leute, die sich ein bisschen auskennen in dieser Gegend, Alpje, das ist eine große Alp, die noch erschlossen ist. Und da hinten, das ist schon in Italien, die Alpe d'Evero, das ist ein sehr, sehr bekanntes, beliebtes, wunderschönes Naturgebiet. Gondo Solar hat das Projekt hier eingetragen, sieht sehr harmlos aus. Sie sagen dazu, die Wahrnehmung der Landschaft wird nur geringfügig beeinflusst. Die Photovoltaikanlage ist von keinem besiedelten Gebiet einsehbar und lediglich von der gegenüberliegenden Talseite aus sichtbar. Das stimmt natürlich, aber man kann das auch etwa so sehen. Ich gehe davon aus, dass diese Anlage nicht so praktisch unsichtbar sein wird, sondern auch aus großer Distanz sehr gut sichtbar sein wird. Die Fakten zum Projekt selber. Die Idee, die stammt von einem Einheimischen, der ist Alpbesitzer von dieser ganzen Alp herum, stammt aus Gondo. Offenbar hat er diese Idee im vorletzten Winter gehabt. Er ist dann offenbar mit dieser Idee zu der Elektrizitätsgesellschaft EES gegangen. Dort ist der Hauptaktionär Alpit und die haben sofort angebissen und das Projekt jetzt sehr schnell geprüft und veröffentlicht. Die Fläche, diese rot eingetragene Fläche, die ist rund 10 Hektaren groß. Im Vergleich habe ich hier ein Fußballfeld eingetragen. Die rote Fläche entspricht 14 Fußballfeldern. Es ist vorgesehen, 200 Reihen an Solarpanels aufzustellen im Abstand von 3,5 Metern. Und der große Vorteil dieses Projekts ist, dass 55% der Jahresproduktion im Winter erzeugt wird, im Gegensatz zu Tieflandanlagen, wo der Winteranteil nur 25% ausmacht. Die restlichen Zahlen, die lasse ich vorerst mal weg. Für das Projekt wird eine provisorische Seilbahn erstellt. Das Gebiet ist übrigens absolut unerschlossen, abgesehen von Fußwegen. Also es hat da weit und breit keine Straße. Die nächste Straße, die geht eben auf Alpje. Für die Bauzeit wird eine Seilbahn erstellt von Gondo nach Alpje rum. Und in diesem Gebiet findet der Eingriff selber statt. Es wird aber auch hier Nebenwirkungen geben. Beispielsweise braucht es für die Stromkabel einen neuen unterirdischen Graben von Alpje rum bis nach Alpje. Und dieser Graben, der verläuft genau entlang einem historischen Verkehrsweg, auf den ich dann später nochmal zurückkomme. Das Projekt wird auch sehr beschönigend dargestellt in meinen Augen. Also erstens hat es mal keinerlei süße Schwarznasenschafe in diesem Gebiet, weil das Gebiet landwirtschaftlich nicht mehr genutzt wird und nicht mehr nutzbar ist. Es wird natürlich nicht nur eine Reihe Solarpanels haben, sondern auf diese Fläche von links nach rechts, denke ich, werden 4 bis 5 Reihen Solarpanels stehen. Also man wird dadurch eine richtige Industrielandschaft hindurch wandern in Zukunft. Mary, sorry, noch maximum 5 Minuten. Alle Maximum, gell? Ja. Ich habe mir die Mühe genommen, diese Reihen einzuzeichnen. Das sind die 200 Reihen Solarpanels. Das ist kein Klacks. Projektstand lasse ich weg. Und auch hier jetzt noch ein kurzer Rundgang durch diese wunderschöne, bis jetzt intakte, ungestörte Landschaft. Wenn man hochkommt von Gondo, kommt man von Westen in dieses Gebiet. Der Weg, den man hier sieht, das ist ein alter Schmugglerpfad,
der oben durchführt, weit hoch oben über der Gondaschlucht. Ich sage nicht viel zu den Bildern. Hier sieht man Richtung Italien, die Bergkette ist schon in Italien. Der alte Schmugglerweg über diese Terrasse, der Nachbaralp, überall hat es diese Ruinen einer alten Alpsiedlung. Wenn man Richtung Westen schaut, hier ist das Zwischbergental, das ist das Weißmies-Massiv mit Weißmies-Lapinhorn-Fletschhorn. Eine unglaublich schöne Landschaft. Diese Bilder habe ich übrigens Mitte März gemacht, als es sehr wenig Schnee hatte diesen Winter. Dieser ganze Hang hier wird mit diesen Solarpanels überstellt werden. Aus der Nähe hier die einzige Alphütte, die noch nicht zusammengebrochen ist. Wenn man talwärts schaut, hat es weitere Terrassen. Das ganze Gelände da wird überbaut werden. Hier noch einmal Richtung Fletschhorn, Lapinhorn. Also die Solaranlage wird von hier, wo wir stehen, bis hier wird alles zugebaut sein. Das nächste Bild habe ich hier auf diesem Felssporn gemacht. Das heißt Kastell, steht zwar dort keine Burg, aber man kann sich das gut vorstellen. Das ist der Blick von diesem Kastell Richtung Norden, bergwärts. Also dieser ganze Hang hier, der wird komplett zugebaut. Dann, wenn man vom Weg Richtung den Grat hinaufläuft, kommen weitere so Terrassen. Man sieht, das Gelände ist überhaupt nicht flach. Es hat viele Mulden und Kuppen und Gehölze und Felsen. Ich stelle mir vor, das wird nicht so einfach werden, hier ohne recht große Zerstörung diese Panels aufzustellen. Hier das Gebiet im Überblick. Das ganze Gebiet von hier bis hier wird alles überbaut werden. Das nächste Bild habe ich hier auf diesem Punkt aufgenommen. Da sieht man Richtung Italien, Richtung Domodossola und Varzo. Von hier sieht man dann auch die Alpe Valescia. Das ist bereits in Italien. Und diese Alp wird zurzeit noch genutzt, zwar sehr extensiv, aber die Häuser sind noch intakt. Was mich beeindruckt, wie unglaublich gut sich diese alte, traditionelle Alpsiedlung in die Landschaft einpasst, im Gegensatz zu den erwarteten Solarpanels. Diese Häuser sehen aus wie große Steinblöcke. Auch hier von oben, man sieht diese Alpsiedlung kaum hier, die da in diesem Blockgletscher angelegt wurde. Im Hintergrund die Solaranlage, die wird hier auf diese Krete kommen. Vor 4 Jahren ist dieses Alpgebäude neu erstellt worden, natürlich im Unwissen über dieses Solarprojekt. Und die Skyline für diese Bewohner, die werden in Zukunft hier dieser Kante entlang diese schönen Solarpanels vor der Nase haben. Das ist das Gebäude, das noch von einer Hirtin bewohnt wird. Das ist ihr Onkel, Luigi Manna oder Gino genannt, der bis vor 20 Jahren auf dieser Alp noch gewirtschaftet hat. Der kennt sicher unglaublich viele alte Geschichten, weil diese Landschaft eine sehr, sehr reichhaltige Geschichte hat. Wenn man die Karte von den historischen Verkehrswegen anschaut, sieht man, dass hier oben durch einen Weg von nationaler Bedeutung führt. Das ist der Römerweg, wo eben auch die neue Leitung genau hier angelegt wird. Was noch interessanter für mich ist, diese blau eingezeichnete Schmugglerpfad, der von regionaler Bedeutung ist. Wenn man, vor 2 Wochen bin ich da hochgewandert. Es ist unglaublich eindrücklich wild. Also hier ein paar Eindrücke von dieser Landschaft, von der Gondaschlucht. Vom Weg selber, von den Gebäuden, die an diesem Weg stehen. Das sind alte Lagergebäude für die Schmugglerwaren. Für mich hat diese Landschaft einen unglaublich hohen Wert. Ich bin jetzt ziemlich durchgerast. Auch hier gibt es eine umfangreiche Bilddokumentation dazu.